Philipp Rifers, 2:1 Niederlage in Ravensburg. Wie fällt dein Fazit zum heutigen Spiel aus? Ja, wir sind nicht gut in die Drittel gestartet, jeweils in die einzelnen Drittel und haben die Special Teams heute, war es bei uns wieder nicht gut genug. Wir müssen Tore im Powerplay schießen und im PK lief es bisher eigentlich ganz gut, da haben wir heute ein Gegentor bekommen und wir müssen mehr unsere Chancen nutzen. Hinten dann die Chancen, die Ravensburg hatte, haben sie gut genutzt und das müssen wir anders machen. Hattet ihr vielleicht auch zu wenig Bewegung vor dem Tor? Ihr habt sehr viel von der blauen Linie geschossen, aber war dann zu wenig Verkehr vor dem Tor? Ja, definitiv. Wir müssen erstmal einem Verteidiger die Scheibe noch mehr zum Tor bringen. Also das heißt durchbringen, wurden viele wieder geblockt heute. Und müssen natürlich vorm Tor Traffic haben und dann die Rebounds, diese 50-50-Packs, die müssen wir gewinnen und dann nochmal zurück zum Tor bringen. Wie fällt dein grundlegendes Fazit zum gesamten Wochenende aus? Heute war mehr drin, da hätten wir mehr rausholen können, hätten wir insgesamt mit mehr Punkten aus dem Wochenende rausgehen können, ja. Maximilian Aber, 4:1 Niederlage in Ravensburg. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ich glaube, wir haben keinen guten Start heute hingelegt. Sind ein bisschen sloppy gewesen. Haben direkt 2 Gegentore bekommen. Special Teams haben heute auch nicht so funktioniert. Haben 1 in Unterzahl bekommen, in Überzahl konnten wir leider wieder keins machen. Und ich denke, am Ende haben wir einfach zu wenig Zwingendes zum Tor gebracht vom Gegner. Jetzt kommt am Freitag Dresden und danach geht's nach Kassel. Wie schaust du aufs nächste Wochenende? Ja, das sind wieder 2 Top-Teams, gegen die wir spielen. Wir müssen jetzt das letzte Wochenende analysieren, die Fehler abstellen und dann wieder von neu angreifen.